Shalom, liebe Leute, das waren ein paar Tage hitzefrei. Ich denke, bei dieser Hitze werde ich auch nicht so viel hier aktiv machen, liebe Leute, aber seht euch das an, ein neues Album, ja, des Rappers SSIO Messios. Liebe Leute, ja, gibt es dort draußen noch einen einzigen Menschen, der für eine Sekunde nachdenken kann? Es tut nicht weh. Es gibt eh keine Moral, keine Erziehung, nicht wahr? Viertes Reich nach 84, 1984 ist vorbei, Fünftes Reich nach Daniel. Der Rapper heißt SSIO, hat einen muslimischen Hintergrund oder nicht, aber er nennt sich Messios. Wer kommt darauf? Wer post so? Was ist da los? Liebe Leute, wenn man nicht Teil der Logen ist oder wenn man nicht Dämonen in sich hat, meine lieben Freunde. Ihr seht es, die Jesuiten sind oben, die Orden sind real, Bohemian Grove ist real, Bilderberger sind real, Atlantikbrücke ist real, Barack Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten und mit Brad Pitt verwandt, der einen Freimaurerring trug, Sammy Davis Jr., Ordensbruder und Satanist, liebe Leute, die LaVey-Familie gibt zu, Leute in Hollywood zu haben. Hillary Clinton mit Angelina Jolie verwandt. Sie gab zu, dass sie eine Schlange opfern musste. Madonna, Celine Dion, Justin Bieber, Avril Lavigne. Sie alle finden sich mit dem Adel und Politikern wie Bush und Kerry in einem gewissen Stammbaum wieder. Nicht wahr? Es geht zurück zu Vlad dem Fehler. Sie geben es zu. Sie benutzen Symbole und Zeichen. Laut Bibel benutzt ein nichtswürdiger Mensch Zeichen. Was Christus bei Nacht ins Ohr flüsterte, sollte bei Tag von den Dächern geschrien werden. Und jetzt haben wir hier Messias. Gewisse Dinge sind Volksverhetzung in dieser Gesellschaft, in diesem Rechtssystem, Justitia. Gewisse Dinge werden nicht gut geheißen, aber Christen sind totales Freiwild oder nicht. Die Jesuiten vermischten Heidentum bekanntlich mit der Bibel, nicht wahr? Früher in Rom wurde die Bibel mit Heidnischem vermischt und weil die Christen nicht ausgemerzt werden konnten, egal wie bestialisch sie ermordet wurden, und seitdem haben wir die Christenverfolgung, nicht wahr? Hier, Sio, Messios oder wie auch immer, schwarz-weiß, hier Jesus als Guru oder wie auch immer, Sonnensymbolik oder was auch immer im Hintergrund, das ist Spaß, nicht wahr? Das ist keine Volksverhetzung. Die Bibel kündigte alles an. Wir haben diese Christenverfolgung generell und wir haben überall diese logendurchfluteten Vettern, Verwandtschafts, Atlantikbrücke, Bilderberger Medien, Bilderberger Zeitung. Nicht wahr? Wie lange wollt ihr noch wegsehen, die Äuglein schließen? Und das Schlimme ist ja, diese Menschen fürchten nicht einmal, wie man in einer gerechten Welt später über sie redet. Sie haben wirklich gar keine Moral, gar keine Erziehung. Nicht wahr? Diese Menschen, die jetzt in die absolute Christenverfolgung gehen. Tja, wir sehen SSIO, Messias, in einer Zeit von Gerechtigkeit für Judas. In den Medien gibt es Unwahrheiten über die Bibel oder nicht. Es sei nicht gesagt, was am Ende passiere, Offenbarung und so weiter. Ich machte ein Video dazu. Naja, wir haben hier Fozzy, die Band, ja, Judas wird gelobt, die Band Judas Priest. Wir haben hier Lady Gaga, so lobt sie Judas, sie schwört auf Luzifer, badet mit Kindern in Blut, liebe Leute, das ist Gold, aber die sozialen Medien sind die Toilette des Internets. Natürlich werden Christen dort täglich mit dem Tod bedroht, aber sie sind noch die Bösen. Ben Becker, Sonnensymbol oder nicht, ich Judas, und er liest sogar die Bibel, ja. Es gibt so ein Audiobuch. Hier der Spiegel, wie im Himmel so auf Erden. Jesus der Guru, Jesus der Moslem, Jesus der Rebell, Satan ist der Rebell, Jesus ewiges Leben für alle, Jesus allein zu Haus, liebe Leute. Wo ist Buddha? Wo sind diese hinduistischen Gottheiten, die in der Bibel enttarnt werden? Miley Cyrus hat nun 3 EPs, ja, 3 neue Werke mit je 6 Songs, ja, 666 hier, sie sagt, Satan ist ein netter Kerl, zeigt alles, was das satanische Herz begehrt, nicht wahr? Absolut pervers, absolut satanisch, Katy Perry hat ihre Seele verkauft, geht auf Jesus' Savior, auch wenn dort die Dreifaltigkeits
das Dreifaltigkeitsheidentum tobt, ja, die ganzen Rockstars. Rock war immer die Musik Satans, ist sie ja auch. Heavy Metal kommt aus dem Satanismus. John Bon Jovi erzählt von Satan, der erzählt von Satan. Hier Satan, liebe Leute, Christian Bale schwört auf Satan. Liebe Leute, The Rock sagt halt Satan. Hier die Filme, wir sehen Thor zufällig blau und rot mit dem roten Mantel. Wie Jesus Christus, Christus Pose überall. Ja, Superman, er heißt sogar starker Gott, das ist sein Alien-Name. Nicht wahr, liebe Leute, ich habe es vom Bruder Upgrade, aber es gibt natürlich keine christlichen Kanäle. KGL, Cluster Vision, Endzeitreporter, Joggler, Toni, Ulf, Dieter, wen gibt es da noch? Glanzlichter, die Wahrheit ist einzig, The Vision, die Antichristen, No Icon und Savior. Liebe Leute, es gibt hier keine Christen, Siri Nicodemus, hier Videospiele, christliche Sekten, WWE, Finn Balor, der Dämon, Kane, der Dämon, Bray Wyatt, der Dämon, Jeff Hardy, der Dämon, Matt Hardy und die Sekte, Daniel Bryan und die Sekte, New Day und die Sekte, liebe Leute, Randy Orton und eine Sekte, Ember Moon, die Dämonin, hier ihr Top Guy, ja, der Spitzenwrestler, Seth Rollins als Satan, ganz offen, ja, redet über Satan, hier satanisches Shirt, Baron Corbin, sein Gegner, auch er, satanisches Shirt, Bray Wyatt, hier Dämonendienst für Kinder, CM Punk, ja, X-Geste der Unsterblichkeit, 666, drei Saturn-Kultstreifen, Manu Cornuta zeigt alles, was das satanische Herz begehrt, ja, der Stern und so weiter, hier als Satan. Ach ja, und ist es denn wirklich nicht überall? Hat die Bibel das nicht angekündigt? Geht es nicht immer nur überall gegen die Bibel in den Logenmedien? Ist das nicht so? Gehen wir zu Amazon hier. Was sehen wir da? Eine Serie. Ah, die ägyptische Pyramide. Blau und rot. Hier eine Serie. Drachenkrieger. Was gibt es denn hier für Kinder? Apokalypse. Hexen, 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 Hexen. Merlin. Hexen. Liebe Leute. Der blutige Pfad Gottes. Liebe Leute. Guardian Diablo. Ja. Der Schutzteufel, neue Serie, Good Omens, hier ein Engel und ein Teufel, beide natürlich gut, nicht wahr, für den Antichristen. Natürlich ist der Engel irgend so ein Nerd, irgend so ein Spinner und der Teufel ist natürlich cool, nicht wahr? Was gibt es denn ansonsten neben diesem Schutzteufel, Guardian, Diablo, neben Good Omens, neben Hexen, 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 Hexen und Merlin? Ach hier, Lucifer gibt es, der Held Lucifer. Was gibt es ansonsten? American Gods, mit Jesus Christus, der sich bei Osterer dafür entschuldigt, ihr den Feiertag geklaut zu haben. Lest die Bibel, liebe Leute, hier Chasing Happiness. Ach so, die Pastorensöhne vermitteln euch hier Werte, die bibelfremd sind. Was gibt es noch hier? Jemand entdeckt seine übernatürlichen Fähigkeiten, ägyptische Mumien. Was gibt es noch, liebe Leute? Ah, meine teuflisch gute Freundin, teuflisch, fallen, liebe Leute, ja. Was gibt es ansonsten noch? Meine lieben Freunde, woanders sieht es auch nicht besser aus oder nicht. Unfassbare, unfassbar, absolut pervers, absolut satanisch. Es ist eine Agenda oder nicht. Tja, liebe Leute, hier diese Frau Ruth Moschner, blau-rot, was ist das? Es erinnert mich an Sodomie, schwarz-weiß, antibiblische Sprüche. Hier, das sind eure Vorbilder. So tritt sie hier auf und sie vergibt den Pfad zur Hölle Award für Männer, die gewisse Anzüglichkeiten schreiben, liebe Leute, ja, und diese Frau tritt seit vielen Jahren oder Jahrzehnten im TV auf, ja, sie machte dort Witze über Männer, über gewisse Körperteile, über alles Mögliche und da frage ich, ja, via Definition ist das Sexismus. Was würde passieren, wenn man sich jetzt diese Kommentare da durchliest, die sie zeigt, die ihr zugeschickt werden, ja, die vor Grammatikfehlern und allem vor Rechtschreibfehlern strotzen, ja, und man fragt jetzt, sind das Flüchtlinge, was wäre dann los, liebe Leute, ja, und ist das nicht aber Rassismus, liebe Leute, ja, die bösen Männer, die dies und das tun, liebe Leute, es geht hier tatsächlich um Sexismus und Rassismus.
Rassismus. Das sind die Hauptprobleme in dieser Gesellschaft voller Gewalt, voller Christenverfolgung, voller Morallosigkeit vor kleinen Kindern. Edward Heath, Marc Dutroux, Ted Gunderson, Kampusch, Höllenleben, Hans Meiser, Bundestag, Disney, liebe Leute und all das. Madonna küsst kleine Kinder, Katy Perry, Rihanna und all das. Sängerinnen pinkeln auf die Straße, liebe Leute. Aber Sexismus, Rassismus, weil es die Rockefellers so vorgeben. Die Blumensymbolik, Schöpfer nicht den Schöpfung verehren. Ja, in den Logen bei Besessenheit und auch bei MKUltra blüht eine neue Persönlichkeit auf wie eine Blume, nicht wahr? Und ja, die erste Göttin, ihre Göttin im Pop-Olymp heißt ausgerechnet Madonna, liebe Leute. MC, Master of Ceremonies, ja, die Meisterin der Zeremonien, der okkulten Zeremonien, Madonna, ja. Und hier ist eine Madonna und wir wissen via Gematria, es gab den Wert Osternkirche und Paris via Gematria. Bezüglich dem, was sie auf Instagram so von sich gab, ja, kurz vor Notre Dame, liebe Leute. Notre Dame ist der Gottesmutter Maria gewidmet. Auf dem Profil von Madonna, ja, dieser Madonna, gab es hier irgendwelche Sätze, die Ostern, Paris und Kirche ergaben, liebe Leute. Und ich habe 13 Dinge auf ähnliche Weise bislang enttarnt und dann sowas, liebe Leute, und das soll nicht jesuitisch sein, lest Rulers of Evil, Herrscher des Bösen von F. Tupper Saucy, liebe Leute, wie auch immer, wir haben hier die Werte, ja, Aliens, wir wissen, Aliens sind Dämonen, Madame X, so und so, Occult, hier, liebe Leute, und es ist unfassbar, jeder kennt die verdammte Wahrheit, purer Hohn, pure Blasphemie oder nicht, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Gun Control, ja, für Gun Control, was heißt das, ihre Leibwächter tragen keine Knarren mehr oder was, und dann hier sie Lead Cell Children, Pizzagate, Horrors and Revelations, ah, liebe Leute, Drops Tomorrow ist hier das hier, mit dem Ex ist fierce, sie ist böse, natürlich Schlangengott, und wir haben hier einen Wrestler, John Moxley, genannt Mox, ja, M-O-X, das heißt auch Schlange, ja, und er postet als Schlange, er postet zufällig in einem Schlangenraum, wie wir ihn im Vatikan haben, nicht wahr, liebe Leute, diese Werte, Golden Boy Billy Graham, wir haben das hier, King of Kings, König der Könige, Jesus Christus, ja, die Jakobsleiter, blau und rot, nicht wahr, wozu betet sie wohl, sie nennt sich selbst Mambo. Eine Mambo ist laut Wikipedia eine Voodoo-Priesterin, die schwarze Magie gegen dich benutzt. Oder nicht, liebe Leute? Und sie küsste ein kleines Kind und unterschrieb wohl einen Vertrag, dass sie Unzucht mit Kindern und Tieren aus ihrem SCX-Buch herauslässt. Ihre Songs, Holy Water, sie hing am Kreuz, zeigt alles, was das satanische Herz begehrt, nicht wahr? Ich berichtete weltweit exklusiv, wacht und deckt auf, aufwachen. Und auf Deckern. Wir haben hier diese Werte. Donald Trump, sehr interessant. Wir haben das hier, liebe Leute. Was ist da los? Absolut pervers oder nicht, liebe Leute? Naja, die Hitze ist da, doch sie stoppen nicht. Hab genug. Enough of that garbage. Liebe Leute, sie attackieren uns täglich, Theo Sam und so weiter. Nicht wahr, liebe Leute, Jesus, ein Auge, Idiotentest, Wachsamkeitstest, das ist eh allen egal, ein Auge als Kette, unfassbar, schwarz-weiß, Tarot, liebe Leute, Jerusalem, liebe Freunde, was ist da los? Hier das Herz, ein Sodomie-Symbol exklusiv, aber niemand denkt für eine Sekunde nach, allen ist egal, wenn Kinder sterben, nicht wahr? Liebe Leute, und die Bibel ist Spam auf Facebook. Auf Twitter wird man von christlichen Prominenten ausgelacht und geblockt für reine Bibelverse. Auf Facebook verschwinden nur bei Christen Knöpfe und Freunde und Beiträge und alles. Instagram-Profile von Christen werden eingefroren. Bibelverse sind auf YouTube FSK 18. Videos verschwinden einfach so, nur weil sie die Wahrheit enthalten. Oder nicht, liebe Leute, auf VK, Vimeo, Gap, WordPress, Tumblr ist nichts los, denn die Leute hassen die Wahrheit, nicht wahr? Wir haben hier das hier, wir haben diesen Wert, Birth, es ging doch neulich um eine Geburt bei ihr, nicht wahr? Seht euch das an, liebe Leute, schon wieder Eye of Ra, Satan, hier, liebe Leute,
das hier, der Schleier, Veil, liebe Leute, und all das Blau und Rot. Liebe Freunde, das sind die Gematria-Werte, has a secret, so, und dann hier, looking for God, ja, nach Gott Ausschau halten, das sind die Werte, was ist da los, Ice White Chart Parties in Portugal mit der jesuitischen Geschichte und all dem Heidentum, the spirit, liebe Leute, was ist da los, schon wieder Trump, meine lieben Freunde, illuminiert ein Auge, diese Gematria-Werte, hell, was ist da los, und dann natürlich das hier, Irise, Lucifer, Risen, Miley Irise, ja, das wurde ja von ihrem Profil gelöscht, genau wie die Ansage der Sängerin Pink, ja, gegen Gott, dass sie im Mondscheinlicht nackt herumtanzt für Hexerei oder so ähnlich. Liebe, liebe Freunde, ich deckte auf, es sind die Spielfiguren der Pyramidenspitze unseres Systems oder nicht, noch Fragen, es geht nicht deutlicher, traurig, aber wahr, leider, leider, es ist eh die okkulteste Zeit des Jahres, springen sobald das Sklavenglöckchen bimmelt, Vatertag und so weiter, der Kalender ist die kräftige Kette unseres Käfigs auf dieser Welt, das Ding ist flach, die roten Schuhe wie im Ost, was ist das? Generationsübergreifende Indoktrination, nicht wahr? Auch hier, wer post so Berge und Wälder, wie für Crowley, für Okkultisten so wichtig, ein Auge und das hier, ja, in Israel, liebe Leute, ja, und starb so nicht angeblich Petrus kopfüber, liebe Leute, so rechtfertigen die Satanisten ja ihr umgedrehtes Kreuz im Vatikan, liebe Leute, oder nicht. Hier, meine lieben Freunde, Ice White Chart Parties, die Blumen, Britney Spears, was ist da los, MK Ultra und natürlich Wasser und Himmel, ja, Kuppel wie im Himmel, so auf Erden, die weiße Göttin, Gelb, Sonnensymbolik, Christus, Pose, Schwarz und Weiß, Gelb, Volk der Bienenkönigin, freimaurerisch, liebe Leute, Saturnkult, Hut, ach was für ein Zufall hier und da, denn sie haben immer alle eine Meinung und ein Thema. And the first day of summer for me, ich habe doch gesagt, sie werden die Sommersonnenwende, der wichtigste, einer der wichtigsten satanischen Feiertage, erwähnen. For me, this summer will be about the power of being strong, just as your inner warrior. Liebe Leute, und das ist so bösartig, braucht man dafür den Geistunterscheidungsgeist und den Wahrsagergeist, wie ich ihn wohl habe, um zu sehen, wie bösartig das hier ist. Schwarz-Weiß, die Dualität natürlich, was haben wir hier, Schachbrett oder Saturn-Siegel, nicht wahr, auf dem Boden, was für ein Zufall bei Halle Berry. Und dann natürlich, es geht darum, stark zu sein, das Selbst, Gehirnhälften in den Ausgleich bringen, drittes Auge erwecken, besessen werden von der Himmelskönigin, der weißen Göttin, ihrer dreifaltigen Mondgöttin, den wahren Aliens, den gefallenen Engeln, den Göttern vom Himmel, dem ehemaligen Lichtbringer Luzifer, liebe Leute, Satan und den Dämonen, die immer mit Planeten assoziiert wurden. Christuspose, sei stark, das innere Selbst, das Herz führt zu argen Gedanken und es ist einfach unerträglich, was hier für ein Mist abgesondert wird und dann betet sie auch noch. Und wir Gematria kamen wir auf ihrem Profil zu den Werten, zum Wert New World Order. Ja, sie hat ihren Self-Care Sunday, liebe Leute, und all das, ja, wir sahen dort schon krasseste Blasphemie oder nicht, der Spiegel illuminiert schwarz und weiß, die Dualität ist das Altarsymbolik und dann Madonna hier, ja, sie hat hier dieses Feature, ja, wir gehen weiter zu diesem Profil und wir sehen hier Göttinnenkult, weiße Göttin, Altare, Blumen, Götzen, natürlich Buddhismus, ach, was für ein Zufall, aber dann natürlich die Schlange, dreifaltige Göttin hier, der schmale Weg, ist das purer Hohn, ist das Sodomie-Symbolik, so erweckte Crowley das dritte Auge, wir haben die Einaugen, die homosexuelle Gender, manche fragen typisch, blonde MK-Ultra-Opfer, wir haben die weiße Göttin, man Gluteal Diablo
Teufel zu einer Handgeste, ein Auge. Fußball, keinen Menschen interessiert, die Fußball-WM der Frauen nicht war. Ablenkung, Teile und Herrsche, Numerologie, 11 gegen 11, der Rasen, ja, eine kleine Pharaonenshow, liebe Leute, und dann das hier, die Logen sind überall, ja, wir erinnern uns, die Berichte über Mike Tysons ersten K.O., ja, die erste K.O.-Niederlage, er flüsterte wohl, jetzt, ja, das ist doch alles abgesprochen oder nicht? Muss man da beim Bereich Fußball noch für irgendwas sagen, ihr fresst und sauft wie bei allen heidnischen Feiertagen, gebt auch noch Geld für diesen Unsinn aus, liebe Freunde, und das ist pure Ablenkung, nebenbei winken sie wieder alles durch, ja, Bilderberger, dies und das und irgendwelche Gesetze, Cheetah-Print, Beta-Kitten-Programming, rote Autos, und was für ein Zufall, ich war in der WWE, hatten wir Bill Goldberg, der mit einer Wunde an der Stirn herauskam, die nach dritte Auge-Symbolik aussah, dann blutete er im Match, weil er gegen einen Pfosten rannte, und in der AEW hatten wir dann dasselbe mit Kenny Omega, auch er raste gegen einen Pfosten und blutete im Gesicht. Sind das Rituale, liebe Leute? Immer diese kleinen Zufälle, nicht wahr? Abgesprochen, bei einer Wrestling-Veranstaltung stürmt jemand aus dem Publikum auf die Wrestler zu, Enzo bei Ring of Honor, und in derselben Nacht wird Bret Hart in der WWE attackiert von einem Fan, und das sei kein Zufall, und der hieß doch auch verrückt oder so, nicht wahr? So und so Matt war sein Name, nicht wahr? Oh Mann, liebe Leute, ein purer Idiotentest oder nicht, niemand besteht ihn, es gibt niemanden, der für eine Sekunde nachdenkt, niemand, der Moral und Erziehung hat oder nicht, natürlich blau-rot, 33. Grad, die Flugzeuge abgestürzt, jetzt sowas hier, das zum Dom, was ist da los? Asozial, sagt Oliver Pocher, noch Fragen? Freundin 18, 33, 13, das ist heutzutage normal oder nicht? Besser fressen, saufen, wegsehen? Generell, liebe Leute, niemand ist perfekt, doch wir brauchen Christus, der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes, züchtigt den Leib hier. Was für ein Zufall der Erde, sie kommen von Gott, sind nicht gerecht, hier geht es um Politik, der Sirius-Hund, kurz vor den Hundstagen, nicht wahr? Natürlich, hell is coming, man sieht immer wieder den Eiffelturm, was ist da los? Meidet große Plätze und Events, hier natürlich mal schöner Himmel, kein Harp, Michael Jackson, Vorwürfe, er zog sich aus hier vor der Schauspielerin aus Thriller und so weiter. Man weiß es nicht. Ist das nur denunzieren, liebe Leute? Doch man kann diesen Leuten natürlich nicht trauen. Ach, was für ein Zufall. Project Blue Bird, liebe Leute, ein Vogel auf einer Kirche. Mary, Maria, was ist da los? Wie im Himmel so auf Erden? Meine lieben Freunde, wer berichtet so etwas? Ja, ein Vogel auf einem Dom, ist das nicht wieder jesuitisch? Und wir haben jetzt auf Amazon einen Film, Agent 00 Nix, ja, von 1997 mit Bill Murray, da explodiert ein Hubschrauber. Hier die Hauptperson heißt Wallace Ritchie und das ist auch mit Trump verbunden. Wir kennen die Aufnahmen von Trump, von den Twin Towers, nicht wahr? Und bei ihm wird ja auch gesagt, dass er vielleicht ja, zumindest offiziell hingerichtet werden könnte. Liebe Leute, tja, auch ich fiel aber immer wieder zurück. Es geht hier nicht um einzelne Personen, es geht um das Böse. Aber Richten ist ja immer böse, jeder Ratschlag ist böse, damit bloß keine Moral durchkommt. Und ich fragte den Herrn neulich, kann ich noch zurück? Ich habe wahrscheinlich betrunken und alles den Heiligen Geist in meinem Leben verflucht. Ich habe so viel falsch gemacht, ich hatte mit Alkohol zu kämpfen und all das. Und ich fragte neulich, komme ich noch zurück? Und dann lasse ich ja. Ich habe eine Seite besucht, auf der man so Bibelverse ziehen kann, ja, per Zufall angeblich. Ich möchte Gott nicht auf die Probe stellen, aber ich tat es und ich bekam sofort die Antwort, ja, denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns. Liebe Leute, Halleluja. Und was kann ich denn noch sagen? Ihr wurdet gekreuzigt mit Christus, vergesst nicht, dass ihr gerettet seid, habt das Wort in euch. Ja, Glaube ist eine Gabe, bittet um Glaube und dann seht auf den Herrn, ahmt ihn nach, bleibt beim Wort ohne Werksgerechtigkeit. Ja, liebe Leute, denn der Herr wird mächtig, das selbst bei uns sein, gleich als wären da weite Wasser gräben. Darüber kein Schiff mit Rudern fahren, noch leeren Schiffen können.
Denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der Herr hilft uns. Lass ihre Stricke spannen, sie werden doch nicht halten. Also werden sie auch das Fähnlein nicht auf den Mastbaum ausstecken. Ja, wir wissen, ohne Gott ist man wie ein Schiff ohne Kapitän. Es gibt das Netz des Teufels. Liebe Leute, bitte, bitte abonniert. Vielen, vielen Dank an die liebe Lara, an den Nikolas. Haltet durch, liebe Leute. Ich betete heute für alle, für die Obdachlosen, für die Vermissten, für die Leute in Besessenheit und für alle, die leiden in Armut, Krieg und Krankheit, Gewalt und mehr, für die Regierenden, für Jerusalem, für Frieden dort und in christlichen Gemeinden, für die Verführer, die Opfer der verführten Verführer. Und was sage ich? Wir brauchen die Bibel, sie kündigt alles an, der Heilige Geist ist real. Ich habe alles enttarnt, Kirchen und mehr, und ich spreche hier so schnell, liebe Leute, aber warum? Wir haben es mit Leuten zu tun, die nicht für eine Sekunde nachdenken, und ich möchte, dass zumindest etwas kleben bleibt. Hier das komische Foto mit dem Sohn, Giselle Bündchen, auch hier die Natur und alles. Madonna will mit dem Papst sprechen, ach, was haben wir denn da? Und es ist so traurig, wir haben die Kirche, in der immer alles direkt gegen die Bibel geht und alle sehen weg. Und hier so ein Bericht mit einem Auge, hier kommt noch Madonna, ja, mit den Sachen, die sie so machte, mit Kindern, mit Tieren, all das, ja, sie hing am Kreuz, zeigt Kabbala, Mambo und so weiter, all diese Dinge, die sie generell zeigte, und sie ist hier noch die Gute, ja, damit die eh schon antibiblische Kirche auch ganz in die Welt kommt, für Freundschaft mit der Welt, für Weisheit der Welt, die nichts vor Gott ist oder nicht, und sie sagt, hier, ich möchte mit dem Papst sprechen oder nicht, und denkst du nicht, dass Jesus zustimmen würde, dass eine Frau das Recht hat zu entscheiden, was sie mit ihrem eigenen Körper machen will? Tja, sie ist ja von Cyrene Records gewesen, nicht wahr? Ihr wisst, was Sirenen sind, diese Verführerinnen auf den Inseln, die singen, die Matrosen anlocken, nicht wahr, aus der Sage. Und ist sie denn etwas anderes? Liebe Leute, ja, ihr seht hier, das klingt süß, was süß ist, das wird bitter, ist das Auge finster. So ist es der gesamte Leib, meine lieben Freunde. Die Bibel warnt generell vor der Hurenmaul. Seht es euch hier an, Madonna, ihre Tochter Lourdes und so weiter. Ja, wie ist das mit den Frauen und ihrem Körper? Ist das denn so schön? Tja, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Mensch Knechte, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer selbst? Aber Healthcare, ja, das ist ja Abtreibung, Deathcare, ja, Mord ist gut, gut ist böse, böse ist gut, und sie meinen noch Gott einen Gefallen zu tun. Hier ist Rihanna, ich frage nur, ist das ein Mann? Perversionen, Magie für Kinder, ihr wisst, was mit den Verführern von Klein passiert, Agatha Christie, nicht wahr? Sie auch schon mit ihren Werken über dritte Auge und so weiter, aber das dritte Auge, Ägypten und all das, nicht wahr? Dreifaltigkeit und ein Bond, schwarz-weiß, naja. Mord und Totschlag ist eh Unterhaltung, hier haben wir wieder, was für ein Zufall, was ist, gibt es denn für Unterhaltung in einer Welt mit christlichen Sekten, ja, pure Blasphemie oder was, Agenda mit Videospielen dieser Art, ja, mit Rock, der auf Satan schwört, Christian Bale, der Satan dankt, Miley Cyrus, die Satan als netten Kerl beschreibt, mit der 666 Katy Perry und viele, viele weitere Musiker, die angaben, ihre Seele verkauft zu haben, mit MK Ultra, Disney und allem, liebe Leute, Britney, B.S. Spears, mit all diesen Menschen, für die wir beten müssen, liebe Leute, Gerechtigkeit für Judas, Judas hier, da und dort, Messias und Spiegel natürlich, Christus, der Moslem, Christus, der Guru und so ähnlich. Wer glaubt denn sowas, wieso selbst Christen keinen Gott mehr brauchen? Und was sehen wir dann auf Amazon, liebe Leute? Guardian, Diablo, American Gods, Hexen, 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 Merlin, Apokalypse,
Lucifer und so weiter. Und was sehen wir auf TV now? Mary kills people. Maria, liebe Leute. Ja, hier Agatha Christie, das zum Pessach oder was? Was haben wir ansonsten noch? Club der Roten Bänder. Ah, Sankt Mike, liebe Leute. Nachtschwestern, meine lieben Freunde. Und so viel mehr, nicht wahr? Rote Bänder, Zeichen des Tieres. Wir haben hier natürlich, ach was für ein Zufall, Mary kills people, Adam und Eva, Milk and Honey, Milk und Honig, wie in der Bibel, die Dualität, die Dreifaltigkeit. Meine lieben Freunde, hier Traum vom Glück, Glück ist es, Gott zu dienen, nicht wahr, liebe Leute? Honigfrauen, hier die Tauben in der Luft, wie bei der Taufe Christi, unfassbar. Und das sind die Vorbilder, was für ein Zufall, das Vieh ist ein Sonnensymbol, ja, offiziell. Auch hier wieder Himmel und Wasser, wie im Himmel so auf Erden, Sonne, Berge und Wälder. Sie ziehen sich hier so vor kleinen Kindern, die Zugriff darauf haben, an oder nicht, liebe Leute. Oder sie ziehen sich auch einfach gar nichts an. Natürlich Manu Cornuta und so weiter, Christuspose, Pfarreroutfit. Und was haben wir denn in dieser Welt hier neben Christuspose, Blumen und so weiter? Hier, liebe Leute, die Blasphemie oder nicht. Einauge, Mondgöttin und so weiter, weiße Göttin, Baphomet, Stern, all das, ach was für ein Zufall, wie Avatar, wie der Djinn, nicht wahr, in Aladdin hier, blauhäutig, wie die sogenannten Götter im Hinduismus, die Bibel als Dämonen beschreibt, nicht wahr? Hier, ich mache mir Sorgen, Pink, ja, ließ ihre kleine Tochter ein Pentagramm samt 666-Symbolik auf die Straße malen. Ja, und ich bin ja jemand, der 13 Dinge voraussagte, bevor sie eintrafen. Und die Pseudo-Christen auf YouTube sagen dazu nur, beschäftige dich nicht mit dem Bösen, liebe Leute, um die Wahrheit zu unterdrücken, liebe Leute. Und ja, wir sehen hier Pink, ja, natürlich Kabbala mit allen Körperteilen unterdrücken, nicht wahr? Sie ist hier halbnackt, zumindest untenrum soweit nackt, ja, mit ihrem kleinen Sohn, den sie schon nackt vor die Kamera stellte. Auf Instagram bei ihr lasen wir einen Post gegen Gott, in dem es darum ging, nackt als Hexe im Mondschein zu tanzen, der später gelöscht wurde. Ich dokumentierte es. Wir haben bei ihr, wie gesagt, das mit ihrer Tochter. Wir sehen sie, ja, oder die Eltern immer wieder mit Alkohol. Wir sehen die Kinder halb nackt im Hintergrund. Und jetzt hier ihr Sohn so direkt, ja, an ihrem Schoß, so an sich gedrückt, halb nackt. Was ist da los? Natürlich die Wüste. Nicht wahr, so wichtig für die Satanisten generell, nicht wahr? Liebe Leute, denn es ist ja die Wüste, in der Christus verführt werden sollte, wie bei Rihanna, Only Girl in the World, Depeche Mode, Dingsbums Silence, nicht wahr? Und hier ist Rote Auto, exklusiv, liebe Leute. Wie so oft, immer wieder, ja, mit Stephen King fing es an, seine roten Autos, Mr. Mercedes, dann kamen mal die Anschläge mit Autos, nicht wahr? Und seht mal unten, hier 116, 911, nicht wahr? Was gibt's ansonsten? Disney, Schlange, ach hier, was für ein Zufall. Meine lieben Leute, Buddhismus, alles mögliche gegen Christus, nicht wahr? Hier die Bestätigung, wie ein Aquaman, ja, das Wasser steht immer für den Himmel, Himmelskönigin, wie im Himmel so auf Erden, ach was für ein Zufall. Ihr habt eure Vögel wieder, Sonnensymbolik, nicht wahr, Altarsymbolik, ihre Schwester, die Rothschild, Pyramide, dreifaltige Göttin, überall hier, all das vor Kindern, man muss es sehen, um zu glauben, wieder direkt gegen die Bibel, blau und rot, Hölle, ja, die Temperaturen sind Hölle, was für ein Zufall, immer die ganzen Streifen am Himmel, Hab, versteckte Technologie oder was, und dann hier diese Hitze, liebe Leute, ja, Endzeit und die Hitze. Aber nein, es ist ja alles hier Hölle einfach, ja? Unfassbar, liebe Leute. Die Leute können wirklich nicht
nach oben sehen. Die Leute können sich nichts ansehen. Es ist immer alles Zufall. Es gibt keine Logik. Es gibt keine Wahrscheinlichkeiten. Nachdenken kann man nur für Geld. Ja, in der Schule, die man entführt wird von Polizisten oder nicht, wenn man dort nicht hingeht, weil man später mit einem Abschluss Geld verdient, oder an der Uni. Man kann etwas arbeiten, aber in der Freizeit nachdenken, das geht nicht, nicht wahr? Hier, liebe Leute, Homosexualität, aber das sind ja die Unterdrückten, nicht wahr? Man sieht es überall. Das blaue Bild unten für Instagram steht für das Klima. Sie haben gar keine Argumente. Das Klima, was ist überhaupt Klima? Die Temperaturen waren immer, wie sie waren. Immer unterschiedlich. Es gibt gar keine Beweise oder nicht. Und deshalb zeigen sich ständig das Gesicht eines kleinen Mädchens, das aggressiv klimatet. Irgendwas sagt, nicht wahr? Es ist unfassbar. Das sind die Helden der Zeit. Je weniger man nachdenkt, desto mehr man beleidigt, desto härter man verfolgt, desto mehr Recht bekommt man. Selbstverständlich rotes Auto, ein Auge, Pyramide, blau und rot, dazu passend Yachin und Boas. Man beachte hier das Einauge. Braucht man den Geistunterscheidungsgeist, um hier die Bösartigkeit, um die Dämonen zu sehen? Herbstlichste Perversionen hier für Kinder. Weiße Göttin, Disney, Manu Konuta, was für ein Zufall. Berge und Wälder, Gebetspose. Ich betete für alle von euch. Bitte betet für mich. Vielen Dank. Hier, liebe Leute, weitere Teufel. Madonnas Cousine, Lady Gaga, ein Auge, das ein Auge. Natürlich, nach der Wahrheit, nach Christus, sind wir vor dem Faschismus. Sie wissen es, nicht wahr? Regenbogen geklaut von Gott. Hier Berge und Wälder, schwarz und weiß, es ist wirklich unfassbare. Liebe Leute, bitte abonniert, vielen, vielen Dank für alles. Abba Vater, Maranatha, vielen Dank für alles. Ich bete für alle von euch, mögt ihr alle gesegnet sein im heiligen und unbesiegbaren Namen. Jesus Christus, Amen. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, dies kann der Antichrist nicht zugeben. Oh Halleluja, oh Halleluja. Vielen Dank für alles, Shalom.